Einen schönen guten Morgen, wie immer live zum Westart Talk. Zusammen lernen, zusammen arbeiten, zusammen leben, mit und ohne Behinderung, das ist das große Ziel der Inklusion. Inklusion, das Wort ist zugegeben nicht sexy. Was steckt überhaupt dahinter? Ich bin mir sicher, dass viele gar nicht wissen, wie man das Wort Inklusion füllen kann. Nach dieser Sendung können Sie es füllen und auch mitreden. Inklusion ist nicht nur ein Ziel, sondern Inklusion ist ein Zankapfel. Und ich bin mir auch sicher, dass unsere Gäste heute nach dieser Sendung keine andere Meinung haben, aber Sie interessante Diskussionsrunden und Argumente verfolgen können. Ich darf Ihnen vorstellen, wer heute Morgen bei uns sitzt. Es ist zum einen Carina Kühne. Carina Kühne hat das Down-Syndrom, schreibt in einem Blog darüber und das macht Mut, denn wann immer ihr im Leben vorhergesagt wurde, das schaffst du mit der Behinderung nicht, sie hat den Gegenbeweis angetreten. Schönen guten Morgen. Genau. Peter Wirz ist Vater von 3 Söhnen. Sein jüngster, Matthias, kam mit einer Sprachbehinderung zur Welt. Ohne eine spezielle Förderung hätte sein Sohn nicht sprechen gelernt, sagt er und ist der Meinung, dass Inklusion um jeden Preis allen schadet. Schönen guten Morgen, Herr Wirz. Guten Morgen. Die Förderschullehrerin Antje Breuer ist der Meinung, dass es immer einen speziellen Förderbedarf geben wird. Und da das Thema Inklusion oft zu theoretisch angegangen wird, mit ihr haben wir heute eine Frau aus der Praxis und das seit Jahrzehnten. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Raoul Krauthausen ist der Erfinder der Wheelmap. Das ist ein Programm, das Informationen über rollstuhlgerechte Orte sammelt und auch öffentlich macht. Mit seinem Verein Sozialhelden packt er immer Themen an, die unser soziales Miteinander verbessern sollen. Guten Morgen, Herr Krauthausen. Guten Morgen. Anina Zamani bringt Menschen zusammen. Mit ihrem Verein Großer Wagen veranstaltet sie Reisen, Partys und Konzerte und provoziert auch, wie wir sehen. Und sie sagt, Menschen mit Behinderung sollen auch Spaß haben, denn Spaß ist immens wichtig für ein gemeinsames Leben. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Moin. Kurze Frage in die Runde, Herr Krauthausen oder auch Sie, fühlen Sie sich schon diskriminiert, wenn ich einfach sage, behindert? Ich denke, dass es vor allem wichtig ist, den Menschen im Ganzen zu sehen und bevorzuge die Formulierung Mensch mit Behinderung, wenn die Behinderung wirklich relevant ist. Ansonsten sehe ich mich eher als Mensch. Gut, bei Ihnen, wenn ich sage behindert, würden Sie sagen, ist so oder suchen Sie auch nach speziellen Worten? Ich habe zwar das Down-Syndrom, aber es stört mich eigentlich nicht, also dass ich das Down-Syndrom habe. Ja, also, ich fühle mich einfach ganz normal und ich würde auch nicht gerade was Besonderes sein, zumal ja Down-Syndrom ja keine Krankheit ist, man leidet nicht unter diesem Down-Syndrom, man leidet ja eigentlich ja nur unter der Ablehnung der Mitmenschen, also unter der Chromosomenanomalie. Wie ist es bei Ihnen? Überlegen Sie im Alltag, ob Sie sagen, behindert, Menschen mit Handicap, ist Ihnen das klar oder gibt es Unwohlsein und diesen Zwang, sich politisch korrekt ausdrücken zu müssen? Ja, es gibt sicherlich Situationen, wo man als Nichtbehinderter Probleme hat, mit Behinderten umzugehen. Das möchte ich also ganz klar sehen. Da muss die Gesellschaft sich noch an die Situation gewöhnen. Also die Inklusion, denke ich, hat einen vernünftigen Hintergrund. Die Gesellschaft muss auf allen Ebenen lernen, mit Behinderten umzugehen und sie in alle Lebensbereiche zu integrieren. Sind Sie nach vielen Jahren in der Förderschule wortsicher oder gibt es eine Beklommenheit in der Ansprache? Nein, sicher. Ja? Ja, sicher. Herr Wirz sagte das ja eben schon, wir teilen ab und zu mal unsere Meinung. Wir haben uns schon mal ein wenig ausgetauscht. Ich kann das nur unterstützen. Ich habe nur mit Schülern zu tun, die lernbehindert sind, die versucht werden zu integrieren, beziehungsweise ja jetzt das neue Wort zu inkludieren. Diese Schüler meinen nicht unbedingt, dass sie behindert sind in diesem Sinne wie Down-Syndrom oder wie Sie, Herr Krauthausen. Die sehen sich anders. Sie sehen sich anders und sie denken schon, dass sie mit den anderen Regelschülern mithalten können. Also sie fühlen sich nicht unbedingt ausgeschlossen. Mhm. Kann ich nicht beobachten und bin immerhin doch jetzt schon 32 Jahre Sonderschullehrerin. Mhm. Herr Krauthausen, was sind klassische Fehler im Umgang, bei denen Sie sagen, da verhalten sich Menschen mir nicht gegenüber normal? Also da gibt es eine Menge. Ich will jetzt irgendwie aber nicht Menschen das vorwerfen. Nicht schimpfen, sondern was sind in Ihren Augen klassische Fehlerchen? Also grundsätzlich ist es so, dass ich, dass mir grundsätzlich immer gute Absicht unterstellt wird. Ja, also ich bin immer der nette Nachbar oder Typ im Rollstuhl. Ich kann aber auch ein ganz schöner Idiot sein, glaube ich. Das unterstellt man mir aber nie.
Wenn ich jemandem aus Versehen in die Hacken fahre, entschuldigen sich die anderen. Das ist dann der Aspekt der positiven Diskriminierung. Was ich aber eigentlich viel schlimmer finde, ist, wenn mir fremde Leute über den Kopf streicheln, die ich nicht kenne, Bonbons zustecken, mit meinen Assistenten statt mit mir reden. Und das sind dann so Alltagsdiskriminierungen, die ich persönlich erlebe. Und ich mag bestimmte Wörter einfach nicht. Also manchmal heißt es am Bahnsteig, hier haben wir noch einen Rollstuhl, ja, anstatt irgendwie einen rollstuhlfahrenden Menschen. Oder dass ich dann ganz oft reduziert werde auf die vier Räder, die ich mit mir rumfahre. Und auch das Wort Handicap betrachte ich sehr skeptisch, weil gerade im angelsächsischen Raum wird das Wort abgelehnt, weil es da dann vor allem darum geht, dass man es so sieht, dass es ist jemand mit einem Cap in der Hand, also mit einer Mütze, der praktisch bettelt. Mhm. Und deswegen meide ich auch das Wort Handicap. Also das ist so eine Euphemismus. Ja, diese Diskriminierung, wie Sie sie empfinden, wenn man Ihnen Bonbons zusteckt oder über die Haare streichelt, ist es eine reine Diskriminierung oder ist es einfach eine völlige Überforderung und Unsicherheit der Menschen, die mit Menschen umgehen müssen, die sie einfach nicht gewohnt sind? Natürlich ist es eine totale Überforderung. Also die Menschen haben totale Unsicherheit und kompensieren das dann oder versuchen dann damit einen Ausweg zu finden. Meine ist ja vor allem gut. Also die sagen jetzt nicht, aha, jetzt ärgere ich den und gebe denen einen Bonbon. Also aber ich glaube, also was mich halt am meisten erzürnt in dieser ganzen Diskussion rund um das Thema Inklusion und so, dass wir einfach im 21. Jahrhundert leben und erst jetzt anfangen, darüber nachzudenken. Also es ist ja nicht so, dass die Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Behinderungen, egal was sie haben, plötzlich aufpoppten und wir uns damit stellen müssen, sondern dass wir einfach ein jahrhundertaltes Schulsystem haben und auch die ganze Gesellschaft seit den 50er Jahren sich ja auf totale Exklusion konzentriert hat und wir erst jetzt vor dieser Frage stehen. Das ist etwas, wo also ich einfach immer noch nicht dran glaube. Wir hätten diese Sendung auch vor 30 Jahren machen können und es steht zu befürchten, dass wir sie vielleicht auch in 30 Jahren nochmal machen müssen? Das ist eine sehr große Befürchtung, weil es immer wieder diese Bedenkenträger gibt, die meinen, ja, aber es kann ja alles nicht so schnell gehen. Ich bin eher jemand, der sagt, am besten jetzt sofort alles, um dann zumindest Veränderung zu bekommen. Da kommen wir gleich im Detail noch zu, denn Inklusion ist ein ganz großer Begriff. Es gibt die schulische Inklusion, über die werden wir reden, aber Inklusion heißt ja auch das Zusammenleben in allen Teilen dieser Gesellschaft. Frau Kühne, bei Ihnen, Sie haben das gerade schon angesprochen, Sie haben das Down-Syndrom. Mhm, und bevor ich Ihre Lebensgeschichte jetzt erzähle, kann das ein kurzer Film über Sie viel, viel besser tun. Okay, dann schauen wir mal. Tauchen ist Ihr Hobby und Carina Kühne hat sogar einen offiziellen Tauchschein. Doch das hätte ihr niemand zugetraut, denn Carina Kühne hat ein Chromosom mehr. Sie fühlt sich nicht behindert deshalb, aber sie werde behindert, sagt sie, und lässt sich nicht unterkriegen. Sie kämpft um ihr Recht auf einen Platz an der Regelschule, trifft auf Vorurteile bei Lehrern und Schulleitern und überrascht alle mit ihren Leistungen. Am Ende macht sie den Hauptschulabschluss mit einem Notendurchschnitt von 2,3. Carina Kühne glaubt an sich und fordert gleiche Rechte für Menschen mit Down-Syndrom. Ihren Optimismus lässt sie sich nicht nehmen. Und der Kampf geht weiter, als sie einen Job sucht. Sie macht Praktika als Arzthelferin und Erzieherin und trifft immer wieder auf Vorurteile. Sie wird oft gemobbt und muss viele Enttäuschungen verkraften. Man traut ihr einfach nichts zu, nur weil sie anders ist. Heute arbeitet sie in einem Supermarkt. Das ist zwar nicht ihr Traumjob, aber immerhin. Carina Kühnes Leidenschaft gilt der Musik. Dass sie Noten lesen und Klavier spielen kann, auch das hätten ihr viele nicht zugetraut. Aber ihre Mutter hat immer an sie geglaubt und fördert sie, wo immer sie kann. Dabei wurde ihr von Ärzten geraten, Carina in ein Heim abzuschieben. Carina Kühne betreibt einen Blog, in dem sie Menschen mit Behinderung Mut machen will, auf sich zu vertrauen und sich nicht einreden zu lassen, anders zu sein. Dann können manche Wünsche in Erfüllung gehen. Denn anders sein ist normal. Frau Kühne, war es auch normal, dass Sie Ihr Leben lang kämpfen mussten, um zum Beispiel auf eine Regelschule zu dürfen, obwohl man Sie eigentlich immer abschieben wollte? Ja, also es war schon ziemlich schwer gewesen, war schon sehr schwer gewesen. Also ich war ja also auf vielen Schulen gewesen. Also da war
Das war in der ersten Klasse dann auch schon am Anfang ja schon so gewesen, dass mir dann gesagt wurde, also von einer Klassenlehrerin gesagt wurde, ich würde das gar nicht können, ich hätte ja schließlich das Down-Syndrom und so, ja. Und das war dann schon halt schon ganz schwer, obwohl ich eigentlich gerne lerne, obwohl ich gerne genau die gleichen Aufgaben machen wollte wie meine Klassenkameraden. Und das war halt dann halt wirklich halt schwer, weil ich das halt gerne auch machen wollte, was meine Klassenkameraden von was sie mit machen und so. Und da hat man einmal auch mal so Matheaufgaben gemacht und so. Und dann wollte ich halt auch immer genau das machen, was halt meine Klassenkameraden auch gemacht haben. Als Sie kleines Kind waren, war es ja wahrscheinlich auch erstmal schwer für Ihre Eltern. Denn die haben von Ärzten gesagt bekommen, ihre Tochter wird nie sitzen können, sie wird nie lesen können, nie schreiben und nie sprechen. Ja, das stimmt. Das hat auch dieser Humangenetiker ja auch gesagt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie er heißt. Hat er auch gesagt, das Kind würde niemals sitzen, laufen, stehen, rechnen, schreiben, lesen können und so. Und das war dann halt schon eine traurige Sache gewesen, schon eine traurige Erfahrung. Und können Sie sich erinnern? Ich das ja und wann dann auch wirklich dann irgendwann dann konnte, dass ich das auch wirklich machen konnte. Können Sie sich erinnern, ob Ihre Eltern Sie so erzogen haben, dass Sie immer gesagt haben, Carina, du bist ein bisschen anders als andere? Oder haben Sie nur gesagt, das ist normal, dass du anders bist? Wissen Sie das? Naja, also wenn ich das mal so sagen dürfte, also gut, sie haben irgendwann dann schon gemerkt gehabt, dass ich dann irgendwann mal auch das Down-Syndrom habe. Und was ich dazu höchstens sagen könnte, also sie haben mich dann irgendwann dann doch behalten wollen und so, weil von meinem Bruder war ich eigentlich eine ganz normale kleine Schwester und so. Und es war dann schon für meine Familie eigentlich auch ganz gut gewesen, weil sie wollten mich dann schon behalten und so. Und ja, genau. Beim Down-Syndrom ist es so, dass mittlerweile Tests das vorhersagen können und es vielleicht in einigen Jahren gar keine Down-Geburt mehr geben wird. Finden Sie das betrüblich? Also ehrlich gesagt, was ich da höchstens sagen kann, was da vorgeworfen wird, also ehrlich gesagt finde ich das irgendwo keine so gute Sache, weil wenn man so denkt, ja, dass das irgendwann mal dann diese fröhlichen Kinder gar nicht mehr geben wird da mit dem Down-Syndrom. Also irgendwo, wenn das irgendwie so heißt, dass es wirklich keine mehr geben würde, so wie ich mit dem Down-Syndrom lebe. Also ich finde das echt irgendwo wirklich eine ganz traurige Sache. Also ich möchte eigentlich schon, weil ja Kinder mit Down-Syndrom ja gerne leben und halt auch fröhlich sind. Ja, also wäre es eigentlich schon schön, wenn man sie dann wirklich noch hätte, wenn man sie dann wirklich noch behalten könnte und dass man sie halt einfach so akzeptiert. Wie sie sind. Die Mitschülerinnen und Mitschüler in Ihrer Klasse auf der Regelschule, haben die Sie immer so behandelt, wie Sie sich das gewünscht haben oder wurden Sie auch ausgegrenzt? Naja, also eigentlich mit den Kindern, also mit den Klassenkameraden, also mit denen habe ich mich eigentlich wirklich sehr gut verstanden und das war dann auch schön für mich. Also sie haben mich wirklich sehr gerne gehabt und haben mir dann halt auch den Stoff dann halt mir dann irgendwann auch mir mitgegeben und so und das war dann halt wirklich schön. Also ich wollte halt immer gerne lernen, es hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich wollte immer gern in die Schule gehen und so, ja. Und ich wollte immer dann genau den gleichen Stoff lernen, genauso wie die anderen Kinder. Sie hat mir das halt einfach nicht zugetraut, dass ich das irgendwann mal auch gerne gewollt habe und so, ja. Und sie hat mir halt dann einfach gesagt, also das war halt irgendwie halt auch nicht schön. Sie hat zwar dann gesagt gehabt, ich hätte schließlich das Down-Syndrom, also könnte ich das halt einfach nicht. Sind Sie richtig froh, auf eine Regelschule gegangen zu sein? Ja, und also nicht für mich war es halt schon wichtig, auf eine ganz normale Schule zu gehen mit normalem Unterricht. Und ich finde, Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Down-Syndrom könnten das eigentlich auch. Wenn man ihnen das den Stoff angeboten kriegt, wenn man ihnen das alles zutraut, dann denke ich, würden sie das auch schaffen, auf eine ganz normale Schule zu gehen mit normalem Unterricht. Eine schöne Geschichte finde ich ja die mit Ihrem Bruder. Sie haben als Kind die Nahrung verweigert
Und dann hat man festgestellt, dass wenn ihr Bruder Klavier spielt, dass sie dann Lust haben, was zu essen. Und da musste der Bruder immer Klavier spielen, der war da bestimmt stocksauer auf sie, oder? Ja, da hat er dann irgendwann mal gemeint, Carina, du bist gemeint, da ist ewig, muss sie ewig Klavier spielen. Das, irgendwo fand er das dann irgendwann mal in der Geeignung. Da war es nicht mehr nur das liebe Schwesterchen? Naja, doch, also, aber es war schon, ich sagen, und das schon nicht sehr gerne gemocht. Also ich war für ihn immer die normale kleine Schwester und er hat mich halt immer noch, wie ich sagen kann, also schon sehr gerne. Er ist ja 8 Jahre älter als ich und ist auch ein unglaublich super toller Arzt. Mhm. Also, dass er das richtig toll macht, arbeitet in Ludwigshafen. Und für ihn war ich wirklich einfach ganz normal, so wie ich immer gewesen bin. Boah, Sie schmunzeln. Nein, ich hätte noch mal eine Frage an dich, Carina. Ja? Wie wurdest du unterrichtet? Wir sprechen ja hier von Inklusion. Mhm. Hattest du damals noch extra Lehrer oder extra Unterstützung oder hat das damals deine Klassenlehrerin ganz alleine bewältigt? Bekamst du außer von Mutti, von deinen Eltern noch Unterstützung, nebenbei auch von der Schule? Muss man gerade nachdenken. Extra Förderunterricht oder Nachmittagsunterricht? Ja, also am Anfang, das war ja, da war ich ja noch in, also in der Vorklasse gewesen. Ja, ja. Ja, dann in der ersten Klasse gewesen, ja. Und naja, und da habe ich ja eigentlich, wollte ich ja da immer mit den Kindern, also schon zusammenarbeiten und so, ja. Du wolltest ja auch richtig lernen. Ich wollte das, genau. Ich wollte das, genau, ja. Ja. Und wenn ich was gewollt habe, dann wollte ich das dann auch. Hast du es auch durchgesetzt? Ja, dann wollte ich das dann schon, aber es ist halt irgendwie halt leider blöd, dass es halt immer so heißt, dass man, auch wenn man das Down-Syndrom hat, dass man es halt eh nicht zutraut. Mhm. Und das ist halt ungefähr schade. Frau Kühne, können Sie insgesamt für sich feststellen, dass Menschen mit Behinderung zu wenig zugetraut wird? Ja, also so wie man das da vorhin gerade gesehen hat, das stimmt schon. Also ich finde, man traut ihnen nicht zu und ich finde das halt ungefähr schade, dass man halt ihnen nicht zutraut, obwohl sie ja schon einiges können, obwohl sie ja schon vieles können, nur dass man halt nicht zeigen kann, was sie wirklich können. Und so finde ich das schon ein bisschen schade. In der Schule mithalten ist die eine Sache, der Berufsmarkt, die Berufswahl und der Berufswunsch eine ganz andere. Reden wir gleich ein bisschen drüber, denn da wird es noch wesentlich komplizierter. Aber erstmal, das sind Sie gewohnt, unsere Aufforderung an Sie mitzudiskutieren bei uns im Gästebuch zum Thema Inklusion. Haben Sie Erfahrung damit? Haben Sie eine Meinung? Sind Sie sich sicher, ob die Förderschule sukzessive abgeschafft werden kann und alle Kinder auf eine gemeinsame Schule gehen? Haben Sie Erfahrung mit Ihren Behinderungen, wo Sie sagen, da werde ich völlig verkehrt behandelt und ich möchte endlich mal, dass das aufhört, aber keine Hoffnung oder doch Hoffnung? All das darf und soll bei uns ins Gästebuch. Einfach mal im Internet gucken unter west-art.de und da finden Sie den Westart Talk und dann auch das Gästebuch. Munter schreiben. Frau Kühne, Sie melden sich. Ja, ich wollte da noch mal was sagen. Also was ich mir halt schon irgendwo wünsche, dass Menschen mit Behinderung, mit Down-Syndrom dazugehören, dass ja erstens keiner benachteiligt wird, dass man jeden so akzeptiert wird, so wie er ist. Und das finde ich irgendwo sehr wichtig, dass Menschen mit Behinderung, mit Down-Syndrom dazugehören. Sie haben 100 Bewerbungen. Dass keiner ausgeschlossen wird und das heißt ja dann auch die Inklusion, dass keiner ausgeschlossen wird, dass jeder so akzeptiert ist, wie er ist. Da sind wir auch schon bei der Berufswahl. Sie haben viele Praktika gemacht, Sie haben 100 Bewerbungen geschrieben. Mhm. Der momentane Wunsch ist auch, Verkäuferin zu werden. Mhm. Aus Ihrer Erfahrung aller, ist es gerade dann am Arbeitsmarkt, selbst wenn man den Hauptschulabschluss in der Tasche hat, dann richtig schwer, es Fuß zu fassen? Sie gucken mich gerade an, ich nehme an. Ich gucke alle an. Ja, ich denke, das Problem liegt halt darin, bis man es erstmal zum Arbeitsmarkt geschafft hat, ist es halt ein extrem weiter schwieriger Weg. Und bis man dahin gekommen ist, dass man studieren kann als, was weiß ich, Gebärdensprachiger, dann hat man ja schon die Hälfte oder das Schlimmste, sage ich jetzt mal, hinter sich gebracht. Wichtig ist, dass man halt schon in den Schulen ansetzt, ja, bilingual anbietet, auf die Bedürfnisse wirklich eingeht
Und dann kann man auch sicherstellen, dass man zu den Universitäten kommt und zu dem Arbeitsmarkt. Mhm. Aber man muss halt sehr, sehr früh ansetzen. Herr Wirz, wir sind schon beim Studium. Sie sagen wahrscheinlich, gehen noch einen Schritt zurück, oder? Ich gehe einen Schritt zurück. Ganz wesentlich ist erst einmal die Erreichung eines Hauptschulabschlusses, wie wir gerade gehört haben. Und das muss das Ziel der Schule sein, ganz allgemein. Jetzt in unserem Fall ist es halt die Förderschule Sprache. Wir als Eltern haben eben nach langem Suchen festgestellt und auch jetzt erlebt, dass die Förderschule Sprache eben unser Kind sehr weit gebracht hat. Das werden wir nachher wahrscheinlich auch noch mal sehen. Und Basisvoraussetzung für die Integration der Behinderten in den Arbeitsmarkt, in den ersten Arbeitsmarkt, ist eben mindestens ein Hauptschulabschluss. Und deswegen muss die Schulpolitik so ausgestaltet sein, dass möglichst viele Kinder, auch behinderte Kinder eben, wir haben ja auch Probleme bei Nichtbehinderten, das darf man ja auch nicht vergessen, viele nicht behinderte Kinder eben diesen Basisabschluss machen können, damit sie ausbildungsfähig sind. Ich glaube aber, dass neben dem schulischen Wissen wahrscheinlich auch ganz wichtig erstmal ist, eine Akzeptanz zu finden. Jetzt frage ich mal, wenn Sie Verkäuferin werden wollen und viele Menschen kommen dann in das Geschäft und sagen, die Verkäuferin bei denen, die ist ja ein bisschen komisch, ich glaube, die ist behindert. Würde sich sowas nicht mehr einstellen, wenn es normal wäre, dass alle Menschen auch schon, alle Kinder in der Schule zusammen wären, weil es einfach dann klar wäre, das wäre eine Mitschülerin, die da stünde und nicht eine, die aus einer Förderschule sozusagen zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auftaucht. Ist es so? Also ich denke, die Inklusion, die schulische Inklusion, die darf ja irgendwo, die ist irgendwann beendet. Und wo kommt denn dann die Inklusion im Leben? Sprich Wohnungsmarkt? Sprich Arbeitsmarkt, wo bleiben denn dann diese Menschen? Wer betreut sie denn dann weiterhin? Oder sind sie schon so gefestigt, dass sie das tatsächlich alleine können? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so klappt. Mhm. Denn wir sehen es ja jetzt auch an dir, du suchst noch einen Ausbildungsplatz. Und bis jetzt. Naja, wenn ich mal kurz mal eingreifen darf. Ja, bitte. Mit dem Ausbildungsplatz, das ist schon klar. Ich hatte hier schon halt viele Praktika schon gemacht, also ganz viele. Mhm. Und eigentlich am Anfang war ja mein Traumberuf eigentlich was mit Kindern zu machen, weil ich mag sehr gerne Kinder und habe auch guten Umgang mit Kindern und so. Aber ich finde, man sollte halt einfach auch froh sein, wenn man jetzt auch wirklich einfach so eine Arbeit hat, wo man zufrieden ist mit der Arbeit. Ich möchte noch mal in die Runde fragen. Mhm. Ist die Gewohnheit, mit Behinderten umzugehen, nicht auch im Arbeitsalltag dann viel einfacher, wenn man dann mit Behinderten zu tun hat natürlich. Und nicht dann plötzlich erst auf sie trifft? Also, wenn Sie mich fragen, natürlich. Ich bin auch wirklich dafür, dass wir alle Systeme öffnen. Also ich bin jetzt nicht der Ansicht, dass man Menschen mit Behinderungen irgendwo reinstecken soll, sondern ich denke einfach, dass man das System grundsätzlich öffnen sollte für alle Arten von Vielfalten, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist es auch so, dass ich ganz oft der erste Mensch mit Behinderung bin, mit dem man redet, für viele Menschen, die 30, 40 sind. Und das ist natürlich etwas, was mich selber sehr schockiert. Und ich warne vor diesem Henne-Ei-Problem. Also wenn Sie jetzt argumentieren, was machen wir denn dann, wenn die Inklusion an der Schule vorbei ist? Was machen wir denn dann in den anderen Bereichen? Wo werden die betreut, wie Sie sagen? Ich würde dann eher sagen, wo finden Sie Unterstützung, die Sie brauchen? Assistenz, selbstbestimmt, soweit es geht. Und wenn wir jetzt aber das als Argument nehmen, dass es ja diese anderen Wohnungen, was auch immer, nicht gibt, deswegen, also stehen wir halt, haben wir dieses Henne-Ei-Problem. Ja? Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal im Kindergarten am besten schon an und fangen dann nach und nach alle Systeme aufzubauen und zu öffnen und am besten schon vor 20 Jahren. Ja? Ich frage mich gerade, wenn man mal eine Bewerbungsunterlage schreiben würde, einen Bewerbungsantrag, und seine Behinderung nicht mit reinschreibt und wird dann eingeladen, weil es da hieß, hört sich und liest sich sehr interessant. Mhm. Und dann kommt man zum Vorstellungsgespräch und dann sagen, da vielleicht jetzt könnte es Schwierigkeiten geben. Ist das nicht schon die höchste Form der Diskriminierung? Natürlich. Ich denke, das kommt nach wie vor immer noch wirklich vor. Die Barrieren sind einfach da. Wenn jemand unvorbereitet konfrontiert wird, denke ich wirklich, da ist, geht die Klappe runter. Ist so. Mhm. Es darf natürlich nicht so sein. Und deswegen reden wir hier. Darf man sich denn eigentlich bewerben und eine Behinderung nicht mit reinschreiben in die Bewerbung? Selbstverständlich. Also darf es nicht reinschreiben. Und ich würde wahrscheinlich dann auch dafür kämpfen, wenn ich sofort das Gefühl habe, dass die Person gegenüber das als Problem sieht. Meine Mutter gab mir damals einen sehr guten Tipp.
dass sie gesagt hat, schreib rein, dass du im Rollstuhl sitzt, im letzten Satz, und sag einfach, dass du dich aber selbst um Lösungen kümmerst. Also, dass du den Arbeitgeber oder den potenziellen Arbeitgeber aus der Verantwortung nimmst, damit er letztendlich diese Ausrede wie, oh Gott, wir haben keine behindertengerechte Toilette, oh Gott, wir sind im fünften Stock ohne Aufzug. Also, dass dann das Problem ist, dass wir danach diskutieren, aber nicht von vornherein die Dinge deswegen ausschließen. Ich habe selber mal in einem Medienhaus gearbeitet, in Berlin-Brandenburg, und ich habe wirklich erfahren, total nette Kollegen, total tolle Mitarbeiter. Aber als ich dann dort aufgehört habe, wurde ich wirklich von der Personalabteilung gefragt, ob ich nicht noch jemand anderen kennen würde mit einem Rollstuhl, der genauso gut ist wie ich, weil die vom Arbeitsamt, die wollen wir nicht. Und da dachte ich so, oh mein Gott, was für ein Problem haben wir hier eigentlich gerade in diesem Land. Und wenn man dann mal weiter recherchiert und weiter herausfindet, dann stellt man fest, dass in diesen Sondereinrichtungen, in diesen Schulen mit Förderschulen, natürlich auch die Durchlässigkeit in das normale Schulsystem so gut wie gar nicht gegeben ist. Mhm. Und dass ich letztendlich auch so ein bisschen ein Befürworter dessen bin, dass man auch Menschen mit Behinderungen ruhig fordern kann, nicht nur fördern. Weil Förderung führt ganz schnell zu Gutmenschentum und zu Betreuung und zu Oh Gott und Betütteln. Aber fordern ist eben auch etwas, wo man, wie man bei Frau Kühne halt sehen kann, Peter, dass es etwas bringt. Peter Wirz schüttelt mit dem Kopf und will die Gegenrede halten. Bevor wir zur Gegenrede kommen, kommen wir ganz konkret zu Ihrem Fall bzw. Ihrer Familie. Sie haben drei Söhne. Zwei Söhne und eine Tochter. Ach, zwei Söhne. Gut, einer macht jetzt Abi, die Tochter ist, glaube ich, dann nächstes. Die Tochter macht Abi jetzt. Und dann gibt es noch Matthias. Matthias ist 14. Ja. Und da haben Sie im Kindesalter festgestellt, er ist sprachbehindert? Nein, die Sprachentwicklung hat überhaupt nicht eingesetzt. Er hat mit drei und vier quasi gar nicht gesprochen. Mhm. Nur einige wenige Laute, die insbesondere meine Frau verstand. Und ich auch, also die Familie. In der Familie konnte er kommunizieren über einige Laute, Mimik, Gestik. Das war sehr differenziert. Mhm. Und nachdem dann die Logopädin, die Erfahrene... Wir sind ja beim Fernsehen. Sollen wir Matthias mal im Film vorstellen? Ja, wir stellen Matthias im Film vor. Na prima. Matthias ist 14 und sprachbehindert. Als er 3 Jahre alt war, erfand er eine eigene Gebärdensprache, um sich zu verständigen. Heute geht Matthias in Essen auf eine Sprachförderschule. Er hat gelernt, sich ganz normal zu unterhalten. Matthias, welcher Wochentag ist heute? Heute ist Dienstag, der 11. Juni 2013. Warum bei Matthias die natürliche Sprachentwicklung nicht eingesetzt hat, ist unklar. Er ist intelligent. Trotzdem konnte er mit 3,5 Jahren seinen Namen nicht sagen, benutzte nur Vokale. Seine Eltern ließen ihn früh logopädisch fördern. Jeden Morgen fährt Matthias' Mutter dieselbe Strecke. Eine Stunde zur Sprachheilschule nach Essen. Der Besuch einer nahen Regelschule kam für Matthias' Eltern nie in Frage. Aus gutem Grund. Deutschstunde in der 7a. 11 Schüler, 2 Fachkräfte. Kennt ihr das Wort? Eine Sonderpädagogin. Und eine Integrationshelferin. Intensive individuelle Förderung. Weil alle hier sprachbehindert sind, wird zugehört, nicht ausgelacht. Matthias hat enorme Fortschritte gemacht. Sie liebte es, im Schwimmbad am Rand zu stehen. Matthias' Vater weiß, auf der Förderschule schaffen 97% der sprachbehinderten Jugendlichen den Hauptschulabschluss. Und danach? Gärtner werden, das weiß Matthias. In der Natur ist er nämlich am liebsten. Herr Wirz, was macht Sie so sicher, dass Matthias auf einer Regelschule nicht auch zu 97% gehören würde, die einen Hauptschulabschluss geschafft hätten? Matthias hätten wir gar nicht auf die Regelschule einschulen können. Er konnte nicht mit seiner Umgebung kommunizieren. Auf einer Regelschule wäre das nicht möglich gewesen. Der Vorteil der Förderschule ist, sehr kleine Klassen. Die haben also einen Richtwert von 11 Kindern. Das schwankt dann zwischen 9 und 14. Es sind nur Sonderpädagogen dort, die auch sehr differenziert unterrichten können. Sprachbehinderung ist nicht gleich Sprachbehinderung. Gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Mhm.
Und das, der entscheidende Punkt ist eben, dass dann individuell gefördert werden kann. Ich sehe den Förderbereich Sprache, den sehe ich eben als Schutzbereich, anders als die viele Kritiker des Förderschulsystems, die von Ausgrenzung, Diskriminierung oder dergleichen reden. Es ist ein Schutzbereich, in dem die Kinder besonders entwickelt werden können. Jetzt wollte Frau Kühne davor geschützt werden, auf einer separaten Schule zu sein und nicht dazuzugehören. Nein, das ist eben nicht der Fall. Sie werden ja zu zwei Drittel während der Primarstufe, also in der Grundschule, zu zwei Drittel wieder in die Regelschule rückintegriert. Sprachbehinderung ist im großen Maße, in Anführungsstrichen, heilbar. Und die offiziellen Zahlen zeigen, dass bis zu zwei Drittel der Kinder, einige gehen auch in den Lernbehindertenbereich zurück, das will ich nicht verschweigen, wenn sich herausstellt, dass die Sprachbehinderung nicht das eigentliche Problem darstellt, sondern eher die Lernbehinderung, aber der überwiegende Teil geht in die Regelschule zurück. Das ist also quasi wie so eine Durchlaufschule. Mhm. Und von daher zieht das Argument der Diskriminierung auch in keiner Weise, sondern wir kommen vielleicht noch auf das Thema Charta, UNO-Charta. Die UNO-Charta hat auch einen eigenen Paragraphen, in dem genau diese Maßnahmen der zeitlich begrenzten Förderung von Behinderten auch vorgesehen ist. Mhm. Und der, in Anführungsstrichen, Rest, das eine Drittel, was dann, wie mein Sohn auch, auf die Sekundarstufe 1, das ist quasi die Hauptschule, Typ Förderschule Sprache geht, die erreichen darüber hinaus zu 97% den Hauptschulabschluss. Bevor wir und dazu sehr ein Satz noch. Das ist für mich ganz wesentlich für die Inklusion in späteren Lebensbereichen. Also ich rede hier hauptsächlich über schulische Inklusion. Aber das ist ja die Basis für die weitere Inklusion im Leben. Und da ist für mich ganz entscheidend, sind Sie in den Arbeitsmarkt integrierbar und dann können Sie in den meisten Fällen auch ein hinterher selbstständiges, auch finanziell selbstständiges Leben führen. Ohne in die Politik zu wollen, Sie haben gesagt, wir reden vielleicht nachher noch über eine Charta. Ich glaube, das kann man ganz kurz machen. Es hat 2009 eine Behindertenrechtskonvention gegeben. Deutschland hat sie unterschrieben und gesagt, und das Land auch, Nordrhein-Westfalen, wir setzen sie um, heißt das so gut Deutsch. Und seitdem wird an der Methodik für die Inklusion gebastelt und gebaut. Und Sie stemmen sich dagegen, auch vehement. Warum? Nein, ich stemme mich nicht gegen die Einführung der Inklusion und die Umsetzung der Charta. Der Inklusionsgedanke ist grundsätzlich gut, aber ich befürchte, so wie das hier im Land angegangen wird, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf, wird es dazu führen, dass wir vielleicht einen stärkeren Umgang von Behinderten und Nichtbehinderten haben, aber eine deutlich geringere Förderung der Behinderten. Und dann bezahlen quasi die Behinderten die Inklusion, die bessere Vernetzung in der Gesellschaft mit einer verringerten Förderung. Gerade im Bereich Sprache. Denn so wie das aussieht, wird die Einführung der inklusiven Regelschule für viele Kinder, die dort sprachbehinderte Kinder, die dann auf die inklusive Regelschule kommen, mit einer qualitativ verringerten Förderung einhergehen. Zumindest im Lande Nordrhein-Westfalen. Kennen Sie Eltern, die ihr sprachbehindertes Kind auf eine Regelschule schicken und sagen, klappt auch gut? Nein, kenne ich nicht. Ich kenne aber genügend Grundschullehrer, die sich ja öffentlich auch nicht äußern, muss man ganz deutlich sagen, die sagen, wir haben heute schon so viele Probleme bei den großen Klassen, 25 bis 30 Kindern, mit der Heterogenität der Klassen, also der Unterschiedlichkeit der Kinder. Und wir sind überwiegend nicht als Sonderpädagogen ausgebildet und wir sind völlig überfordert, nun demnächst bis zu 5 behinderte Kinder in der Grundschulklasse zu unterrichten. Da sind bei Ihnen bestimmt auch sicherlich Forderungen mit verbunden, dass Sie sagen, Inklusion, da kann es jetzt nicht nur um das Ob gehen, sondern um das Wie. Und genau, da stehen nicht die Fachkräfte, die kleinen Klassen, die Einrichtungen zur Verfügung, sodass man damit jetzt starten könnte. Das ist Ihr Credo? Das ist das bei Credo. Letztendlich plant hier die Landesregierung die flächendeckende Einführung, mal grob gesprochen die flächendeckende Einführung der inklusiven Regelschule. Ich glaube, dass das nur ein schrittweiser Prozess sein kann über 10 oder 15 Jahre. Und in diesem schrittweisen Prozess muss man dann die Klassenstärken senken und man muss erstmal die Sonderpädagogen haben. Man fängt jetzt erst an, die Zahl der Studienplätze zu erweitern. Aber die Sonderpädagogen, die ersten, die dann auf den Markt kommen, das werden in 5 Jahren sein. Und genügend werden vielleicht in 10 Jahren da sein. Das ist das Problem. Gut, dass Sie das jetzt nochmal ansprechen mit der Sonderschule. Also ich finde, gut, wenn Sie wollen, ja, also von den Eltern her gesehen, wenn Sie wollen, dass es für Sie gut ist, ja, dass
ihre Kinder in die Sonderschule geben. Okay, das können sie ja machen, wenn es für ihn okay ist, wenn es für ihn gut ist. Aber ich denke, es muss ja auch nicht gerade so sein, dass man praktisch eine, so wie es bei mir war, ich hatte ja eine Zwangsanweisung in die Sonderschule. Ich denke, das muss ja auch nicht dann gerade so sein, dass man Menschen mit Behinderung, mit Down-Syndrom dazu zwingt, in eine Sonderschule zu gehen, wenn er es nicht will. Ich denke, es ist ja eigentlich auch wichtig. Gut, wenn sie was lernen wollen, ich denke, dann ist es auch wichtig, dass man auch, auch wirklich ganz normal auf eine normale Schule gehen kann mit normalem Unterricht. Man muss es ja nicht sein, wenn es heißt, gut, sie wollen auf eine Sonderschule, dann können sie ja auch auf eine Sonderschule gehen, wenn sie es wollen. Das ist ja die Frage der Freiwilligkeit. Aber es ist ja eigentlich ja, es gibt ja, was will ich das ganz kurz sagen, es ist vorgesehen, das muss man dazu sagen, ein Rechtsanspruch der Eltern auf Einschulung ihrer Kinder in die inklusive Regelschule. Also das würde dann so einen Fall wie bei Ihnen, würde der umfassen. Also wenn Ihre Mutter könnte heute in Nordrhein-Westfalen oder dann, wenn die inklusive Regelschule da ist, könnte für sich beschließen, das Kind soll in der Regelschule eingeschult werden. Mhm. Ja, also ich würde es eigentlich da schon gibt's aber auch, da gibt es aber auch noch andere Fälle. Es ist leider so, dass oft der Elternwille diesbezüglich nicht berücksichtigt wird. Nämlich die Eltern, die sagen, mein Kind soll zur Förderschule aus dem Grunde, weil es da ein Kompaktpaket bekommt. Es sind nur Sonderpädagogen da. Es ist in einer kleinen Gruppe zu unterrichten. Diese Eltern haben nicht unbedingt dann die Möglichkeit, wirklich zu sagen, mein Kind soll zur Förderschule, sondern es wird erstmal eingeschult in die Regelschule. Und da geht das ganz große Dilemma nämlich los. In einer ersten Klasse sitzt ein verhaltensauffälliges Kind, sitzt ein sprachbehindertes Kind, sitzt auch ein Kind, was schon schreiben und lesen kann, weil es gefördert wurde. Und es sind 27, 28 Schüler und die Grundschullehrerin. Das sind auch Kinder, ne? Also sind auch Kinder, ja, sind alles Kinder, alles natürlich Schüler, Herr Krauthausen, genau. Das ist klar. Und jetzt komme ich als Sonderschullehrerin dorthin mit 2 Stunden in der Woche. Genau. Und soll dies alles, diese ganze Problematik auffangen. Nach 2 Stunden in der Woche bin ich wieder weg und meine Kollegin, die Grundschullehrerin, ist mit dem Ganzen allein gelassen. Und sie hat die Kompetenz nicht zu erkennen, wie ist das Kind sprachbehindert? Ist das ein sozial-emotional auffälliges Kind? Bevor wir aufs System kommen, wollte ich jetzt nochmal auf den Einzelfall zurückkommen, auf Matthias nochmal. Ja. Matthias war ja in der Familie inkludiert, wenn man das so nennen darf. Ja. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen einem normalen Leben dann in einer Familie und dem Unterschied dann zu einer Regelschule? Hätten Sie Angst gehabt, dass Matthias ausgegrenzt worden wäre? Oder? Das ist ein weiterer Aspekt, das Thema Mobbing. Ich glaube schon, dass auch bei leichteren Sprachbehinderungen, wenn dann da nur ein sprachbehindertes oder 2 sprachbehinderte Kinder in einer größeren Klasse sind, dass diese Gefahr besteht. Und je größer die Klassen sind, umso weniger können meiner Meinung nach die Lehrkräfte verhindern, dass das passiert. Aber was Matthias angeht, wie gesagt, war eine andere Situation. Es gab eigentlich keine Alternative. Wir haben uns umgeguckt noch damals in Wuppertal beim gemeinsamen Unterricht. Es gab eine Schule, die den gemeinsamen Unterricht durchgeführt hat. Und da haben wir einfach festgestellt, dass die Förderung wesentlich geringer war und dass für den Fall, dass er die Versetzung in die nächste Klasse nicht erreicht hätte, wäre er einfach mitgenommen worden. Er hätte also womöglich nach 4 Jahren Schule gar keinen Abschluss gehabt. Und das ganze System ging damals noch weiter, dass reihum die weiterführenden Schulen zwangsweise jedes Jahr diese Kinder aus diesem gemeinsamen Unterricht ebenfalls weiter mitnehmen mussten. Aber da hätte im Zweifelsfall überhaupt keine Chance auf einen Abschluss bestanden. Und deswegen war für uns ganz klar, wir wollen diese intensive Förderung, um dem Kind alle Möglichkeiten zu eröffnen. Also wenn ich jetzt Frau Kühne sehe, die sagt ja auch, ich bin froh, dass meine Mutter das durchgesetzt hat, dass ich auf die Regelschule kann. Und sie hat dann einen Hauptschulabschluss erreicht und hat dadurch und nur dadurch die Chance, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Würden Sie so weit gehen zu sagen, eine soziale oder eine gemeinsame Zukunft von Kindesbeinen an ist in vielen Fällen Sozialromantik? Sozialromantik ist, diesen Begriff habe ich schon verwendet. Und zwar immer da, wenn man zu sehr überhöht,
das gemeinsame, die Wichtigkeit des gemeinsamen Lebens von Behinderten und Nichtbehinderten und vergisst, dass für die Behinderten eben sehr wichtig eben oder viel wichtiger, mindestens gleichwertig ist, sagen wir mal, dass sie ordentlich gefördert werden, damit sie dann auch Chancen haben. Also ich habe da eben Reden gehört, in dem gerade auf dieses gemeinsame Leben von Behinderten und Nichtbehinderten eben immer Bezug genommen worden ist und das andere vergessen worden ist. Und dagegen wehre ich mich. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Herr Krauthausen würde vereinfacht am liebsten alle Förderschulen schließen, haben Sie schon gesagt. Wird das klappen? Also um mal kurz auf diesen Punkt einzugehen, dass man diese Menschen mit Behinderung ja irgendwie dann, ja, also dass es halt hinten runterfällt, ne, diese Diskussion. Aber genau das Gleiche führen wir ja hier. Ja, wir sehen einfach nur gerade die andere Seite. Und die UN-Behindertenrechtskonvention sagt ja auch, dass das Ganze nur funktionieren kann, wenn die Förderung aufrechterhalten bleibt und wenn sie dann aber eben inklusiv in den normalen Schulen stattfindet. Das ist in diesem Land nicht der Fall. Was das Problem ist, dass wir hier anfangen, Minderheiten, und das ist jetzt, also ich rede jetzt nicht nur von den Menschen mit Behinderung, ja, sondern vielleicht auch die Lehrer als Minderheit, dass vielleicht auch die Eltern der Kinder ohne Behinderung als Minderheit, die Eltern der Kinder mit Behinderung und die Kinder, jeder ist für sich eine eigene Minderheit, dass die angefangen werden, sich in diesen Debatten untereinander auszuspielen und das in den Medien. Dabei müssten wir eigentlich gemeinsam die Politik adressieren und für eine wirkliche, weitreichende Änderung im Schulsystem sorgen. Und letztendlich, ich sage das mal, das haben Sie auch vorhin gesagt, kleine Schulklassen tun jedem Kind gut. Ja. Ich bin selber auf einer Integrationsklasse gewesen mit 12 Kindern und 2 Pädagogen, also ähnlich wie in der Klasse Ihres Sohnes. Und ich denke, dass es einfach dann funktionieren kann. Aber die Förderung darf natürlich nicht, und das behauptet auch keiner dieser Inklusionsbefürworter, darf die Förderung da nicht abnehmen. Ja, das ist ja auch nie, das hat nie jemand behauptet. Das Problem ist, dass der Staat jahrelang gehofft hat, dass man mit Inklusion Geld sparen kann. Und das ist der Irrtum. Und ja, wenn wir Inklusion wollen, dann kostet Inklusion Geld. Und das Einzige, was ich fordere, ist die Energiewende im Schulsystem, weil wir es auch schaffen, aus der Atomenergie auszusteigen. Das kostet eine Menge Kohle, dafür ist die Kohle aber da. Und dann lassen wir das Gleiche einfach auch mal im Bereich der Bildung tun, am besten vor 20 Jahren. Frau Breuer, ist das bei Ihnen auch der Eindruck, dass es auch ums Geld sparen ging und dass Sie auch sagen, Inklusion ist im Moment noch keine wirkliche Methode, es ist eher eine Ideologie? Müssen Sie Geld sparen, kann man nicht sagen. Es ist einfach keins vorhanden, ja, das wollte was man ich sparen auch könnte. Genau. Es ist ja nicht so, wird behauptet. Gut, es ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich gegen die Inklusion bin. Nein, wenn sie denn funktioniert, ist es eine ganz hervorragende Sache. Das wird Ihnen auch jeder Kollege sagen. Nur die Umsetzung, die Durchführung, die kann so, wie sie jetzt durchgeführt wird, einfach nicht klappen. Woran liegt es? Menschen wehren sich immer gegen Sachen, die neu sind, weil sie ein bisschen Angst haben, dass sie sagen, oh, kenne ich noch nicht. Ganz einfach. Additiv sind das? Das sind die organisatorischen, also Räumlichkeiten. Da geht es schon los. Wobei, ich muss wirklich sagen, Lübeck, der Schulträger, ist ganz hervorragend. Die tun ganz, ganz viel für Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen mit Aufzügen in den Schulen, wo es denn geht. Rampen werden gebaut. Also da ist er wirklich schon mal ganz toll davor. Es geht um die sächsischen Sachen. Wir haben zum Teil ja überhaupt kein Material zusätzlich. Wer finanziert das denn? Und es geht natürlich, und das ist das Wichtigste überhaupt, um die personelle Besetzung. Es geht um die Kinder, das ist das Wichtigste. Ja, aber die müssen doch personell, muss doch diese Doppelbesetzung dann auch zustande kommen, Herr Krauthaus. Es kann doch nicht sein, dass ich als Sonderschullehrerin in der Woche 4 Stunden in einer Klasse 9 fördere, natürlich jeweils kann das nicht eine sein. Stunde in einer Klasse 2 und noch eine Stunde in einer anderen Klasse 2. Was soll denn da unterm Strich rauskommen? Ich möchte kurz bei Frau Breuer noch bleiben. Sie haben gerade schon gesagt, in Lübeck. Warum sitzen Sie hier als Lübeckerin? Weil Schleswig-Holstein mit über 40%. Wir sind über 60%. Über 60. Haben über 220 Integrationsbegleiter allein in Lübeck. Schleswig-Holstein ist ganz weit vorne. Schleswig-Holstein ist ganz weit vorne. Aber warum? Kann ich Ihnen sagen, ich vertrete hier meinen Verband Bildung und Erziehung und diesen Verband gibt es hier in Nordrhein-Westfalen auch und wir tauschen uns natürlich über die Themen, über die Probleme aus. Und Nordrhein-Westfalen hat das gleiche Problem wie Schleswig-Holstein, es ist kein Geld da, es wird verpflichtend gesagt, Inklusion soll umgesetzt werden, wo bitteschön wird denn die Politik verpflichtet? Richtig. Und wo wird denn da gesagt, bitteschön, hier sind die Kosten dafür? Und dann stehen wir alle dahinter. Man auch seine,
Ja, wo schreibt man denn hin? Das wurde abgelehnt, ja, und ich lege Widerspruch rein. Inklusion Deutschland, das geht ja auch nicht. Man muss halt wirklich anfangen, in die Menschen rein zu investieren. Und es ist nun mal mit dem Aufwand verbunden. Also mit Schulen weiß ich nicht, aber wir sind hier jetzt in einer Live-Show. Wie ich gehört habe, wird das mit Untertiteln gesendet, was schon mal sehr löblich ist. Aber was wirklich Inklusion meint, ist die absolute Gleichstellung. Und hier müssten wir eigentlich einen Gebärdendolmetscher haben, der simultan übersetzt. Das wäre gleich. Aber ja, also es ist halt mit dem Aufwand verbunden. Wo kriegen wir den jetzt her? Wie machen wir das jetzt? Wie binden wir das ein? Und so sind wir schon mal froh, dass wir hier Untertitel haben dürfen. Mhm. Ja? Also so geht es halt langsam Schritt für Schritt für Schritt. Ist es neben dem Aufwand auch eine Sichtweise, die schon anfangen müsste bei der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung im Studium, bei anderen Aufteilung im Klassenverband, muss ich eine Gesellschaft in all dem, was Bildung heißt, eigentlich komplett umstellen? Ja, man muss früher beginnen, in der Kita schon beginnen. Natürlich. In der Kita auch verbindliche Angebote mit anbieten, dass die Eltern das auch wahrnehmen. Es ist oft auf einer Freiwilligkeit gegründet und viele Eltern nehmen es für ihre Kinder dann nicht wahr. Das ärgert mich auch so. Wir haben wirklich auch Kitas mit Sportangebote, gerade für unsere auffälligen Schüler ist das eine Möglichkeit, mal ganz früh schon zu lernen, Aggression abzubauen. Mhm. Wird nicht wahr oder wird von vielen Eltern nicht wahrgenommen. Herr Wirz hat vorhin gesagt, viele Grundschullehrer trauen sich gar nicht offen zu sprechen, weil sie dann vom Schulrat oder vom Direktor oder vom Regierungspräsidenten was auf den Deckel kriegen. Ganz ehrlich, wenn Sie sich vorstellen, da ist eine Grundschulklasse mit meinetwegen 22 Schülerinnen und Schülern und ein Kind hat aufmerksam Defizitstörung, Kind geht über Tische und Bänke, eins besitzt die Sensibilität bei irgendeinem Wort loszuschreien und das Wort 100-mal hintereinander laut in die Klasse zu brüllen. Ist Unterricht da möglich? Beziehungsweise ein sinnvolles Erziehen aller Kinder in einem Klassenverband, sagen wir es so. Vorausgesetzt, es wäre wirklich eine Doppelbesetzung, würde ich aber nicht denken, dass alle Kinder zu inkludieren sind. Es gibt einfach verhaltensauffällige Schüler und das besagt auch eine Studie von Herrn Professor Abeck, der ist Verhaltenspädagoge an der Universität. Zu Studien gibt es immer wieder Gegenstudien, sagen Sie aus Ihrer Erfahrung. Aber der sagt, es geht nicht. Es geht nicht, ein Kind, was total verhaltensauffällig ist, kann man in einer Grundschulklasse nicht integrieren. So, das ist seine Meinung. Meine Beobachtungen bestätigen das. Ganz einfach. Und deswegen bin ich auch für einen Erhalt der Förderschulen als Angebotsschule. Als eine Angebotsschule, die vielleicht auch nur in einem gewissen Zeitraum beansprucht wird. Vielleicht mal für ein Jahr, um das Kind zu stabilisieren, um Defizite besser aufholen zu können. Denn an der Förderschule sind nur Sonderpädagogen. Wo ist denn der Knackpunkt im Moment? Das Aufeinandertreffen von Politik, dass sich bis auf eine Partei, die FDP, eigentlich alle einig sind und man kaum dagegen reden darf mehr? Naja, es wird natürlich nicht so gerne gesehen, wenn wir jetzt zum wievielten Mal das Schulgesetz ändern und jetzt kommt wieder eine neue Fassung und schon wieder wird diese kritisiert. Das sieht man natürlich nicht so gerne. Und wenn wir Lehrer, ich bin jetzt wie gesagt an meiner Schule 32 Jahre lang, da überlege ich mir manchmal auch, die UN-Konvention, das besteht jetzt seit 4 Jahren, 2009 wurde das unterschrieben, habe ich denn 28, 27 Jahre da irgendwie was gemacht, was völlig in die falsche Richtung gelaufen ist? Ich war immer der Meinung, wir haben gut gearbeitet, gute Arbeit geleistet, wir haben viele Schüler zum Hauptschulabschluss gebracht. Ne? So, warum soll es denn nicht parallel mitlaufen als Angebot? Aber das Problem ist in diesem Land, dass sobald Angebote existieren, weckt es Begehrlichkeiten. Ja, also diese Schule müssen dann ausgelastet sein und Statistiken, ich weiß, jede Statistik hat eine Gegenstatistik, belegen ja auch, dass dann plötzlich diese Schulen, je nachdem wie reich das Bundesland ist, überfüllt sind. Also es ist sehr interessant, was da auch so für wirtschaftliche Mechanismen im Hintergrund ablaufen. Und denn das ist eine meiner Forderungen, unter anderem deswegen zu sagen, dass wir mal wirklich gucken sollten, ob die Probleme, die wir die ganze Zeit also auch oft sehr theoretisch diskutieren, nicht nur hier, sondern auch in den Medien dieses Landes, die wir sehr theoretisch diskutieren, ob das wirklich die Kernprobleme sind oder ob es nicht noch ganz andere Probleme gibt, auf die wir erst stoßen, wenn wir mal anfangen, das wirklich ernsthaft zu denken und nicht immer irgendein Hintertürchen offen lassen. Also nicht doch irgendwo ein kleines Atomkraftwerk noch läuft. Ja? Also das ist einfach
Aber es geht um die Schüler. Es geht genau um die Schüler, die stehen an allererster Stelle. Richtig. Und dafür müssen wir uns einsetzen, dafür müssen wir meiner Meinung nach auch Beispiele irgendwo bereitstellen. Wenn sie in der Regelschule versagen, was gibt es dann? Ja, gibt wir müssen Mechanismen, schaffen. Der Elternwille ist natürlich auch ganz entscheidend. Natürlich. Ja, der wird immer hochgehalten. Und wenn man dann konkret, feststellt, wie das momentan hier im Lande läuft, ja, das neue Schulgesetz hat eine Ermächtigung drin für die Kommunen und für die Schulaufsichtsbehörden, Schulen zu schließen, wenn die Mindestgrößen vorhanden sind. Das heißt, ist ja Ausdruck des Elternwillens, wenn sehr viele Anmeldungen da sind und die Mindestgrößen erreicht sind, können die aufgrund finanzieller Knappheit beispielsweise der Kommunen schließend, kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Das Land scheint jetzt vorzubereiten ein Budget für sonderpädagogische Leistungen. Und zwar bezogen auf die einzelnen Schulaufsichtsämter, Behörden. Ja. Und die fangen nun an, was also meiner Meinung nach überhaupt nicht akzeptabel ist, und da wenden wir uns als Landesverband auch gegen, dass die Anträge auf Feststellung des Förderbedarfs im Bereich Sprache ohne Begründung, ohne Rechtsmittelbelehrung einfach abgelehnt werden. Das scheint eine Reaktion zu sein, weil die Schulaufsichtsbehörden unter Druck geraten und ab nächstem Jahr ja sonderpädagogische Leistungen für die inklusive Regelschule haben müssen. Und wenn ich die Förderschule Sprache abschmelze, dann habe ich ja plötzlich Förderlehrer, Sonderpädagogen frei und die habe ich dann für den inklusiven Bereich. Also zu dem Punkt kommen, es fließen eben nicht im großen oder im ausreichenden Maße Mittel in das neue inklusive System. Frau Löhrmann, die Schulministerin, sagt dann, ja, wir qualifizieren ganz viele Lehrer. Wenn man da hinter die Kulissen guckt, stellt man fest, das sind, ich habe mal spaßeshalber gesagt, Schnellbesolte. Das sind also Lehrer, die werden in 12 oder 13 Modulen zu je 2 Tagen werden die sonderpädagogisch gefördert. Der Sonderpädagoge macht ein Studium und hat dann 2 Vertiefungsrichtungen. Also meinetwegen Sprachbehinderung und Lernbehinderung. Ja. Und damit hat er sich dann 3, 4, 5 Jahre beschäftigt. Und dann zu sagen, in der Regelschule ist hinterher die gleiche qualitativ gleiche Beschulung von meinetwegen Sprachbehinderten möglich, da habe ich ganz arge Bedenken. Ich glaube, ein Knackpunkt ist sicherlich der, dass jedes Kind ein Individuum ist und wahrscheinlich auch mit einer Behinderung eine eigene Betreuung oder auch nicht besondere Betreuung braucht. Und dass man Gesetze immer in allgemeine Form gießt und die sollen dann für alle gelten. Ja. Bei Ihnen im Alltag, ist es so, dass Sie sich jetzt schon so fühlen, dass Sie verschickt werden von Schule A zu Schule B, dürfen hier 2 Stunden machen, da 2 Stunden machen, besitzen das Gefühl, nicht mehr ein Kollegium zu haben, nicht mehr Teil einer Schule zu sein. Ist das auch ein psychischer Knackpunkt für alle Sonderpädagogen? Ich habe diesen Beruf erwählt, weil ich wirklich gerne Sonderschullehrerin bin und würde ihn auch wieder ergreifen, wenn es noch so wäre, wie es mal anfing. Heute gehe ich, gut, ich persönlich noch nicht mehr, ich habe es im laufenden Schuljahr gemacht, dass ich von Schule zu Schule gefahren bin, was mit einem ganz hohen Stressfaktor natürlich auch verbunden ist. Das ist ganz klar. Was mich sehr betrübt, ist, dass ich so wenig Stunden in diesen Integrationsklassen gewesen bin und kaum eine Beziehung zu diesen Schülern aufbauen konnte. Kamen sie mit einem Problem, musste ich sagen, ich bin schon wieder weg. Ich muss schon wieder zur nächsten Schule. Das ist für die Schüler bedauerlich und das ist auch für die Kollegen bedauerlich. Der Austausch kann in dem Sinne nicht mehr stattfinden. Also es gibt ganz viele Kollegen, die sehr, sehr frustriert sind über diesen ganzen Zustand. Unabhängig ob sie für oder gegen eine Inklusion sind. Aber der Umstand, dass man dann dort vor Ort gar nicht das erreichen kann, was man gerne machen würde, weil es einfach zeitlich nicht hinhaut. Lassen Sie uns mal jetzt von der rein schulischen Inklusion auf das Zusammenleben aller kurz kommen. Ja, aber ich würde noch eine Sache sagen. Ich finde, seit diese Behindertenrechtskonvention ist, diese UN-Behindertenrechtskonvention, die wurde ja unterschrieben. Und ich finde es irgendwie wichtig, wenn diese Behindertenrechtskonvention, die UN-Behindertenrechtskonvention, wenn sie schon unterschrieben worden ist, dass man sich vielleicht auch dafür verhält, dass man das auch das verspricht, was man auch wirklich halten sollte, finde ich. Das finde, denke ich, das finde ich sehr wichtig. Zu der vielleicht auch noch einen Satz. Die Behindertenrechtskonvention ist gerade nicht, hatte nicht die Zielrichtung Richtung Deutschland oder anderer entwickelter Staaten, sondern insbesondere in Richtung Dritter Welt. Es gibt wenige Staaten, die ein so hochentwickeltes Fördersystem
wie in Deutschland haben. Es gibt Staaten mit ganz anderen Systemen, das ist besseren klar. System. Aber wir dürfen nicht im Zusammenhang mit der Einführung der Charta plötzlich qualitativ zurückfallen. Da würden die Behinderten bezahlen dann die Einführung der Inklusion mit einer deutlich verringerten Förderung, weil das Land sparen will. Lassen Sie aber da jetzt keine schwarze Peter suchen, welche Länder noch schlechter sind oder es mehr bräuchten, sondern bei uns tatsächlich bleiben und bei Menschen im Alltag. Wenn wir jetzt die schulische Inklusion mal verlassen und auf den schon beschriebenen Alltag gehen, da wird immer wieder das Wort barrierefrei in jeder zweiten Vorlage oder Sitzung benutzt. Was ist barrierefrei? Hängt da so viel dran? Ja, das ist meiner Meinung nach eine einseitige Betrachtung, dieser Begriff barrierefrei, weil er sich aus meiner Sicht auf Körperbehinderte bezieht. Für mich ist es jetzt in erster Linie, geht es in diese Richtung, so wie er verwendet wird. Der Aufzug und was weiß ich alles, die Rampe. Mir gefällt auch an dieser Diskussion nicht, dass politischerseits die unterschiedlichen Behinderungsformen über einen Kamm geschert werden. Es gibt eben sehr gut inkludierbare Behinderungen. Das sind meiner Meinung nach die Körperbehinderten. Die sind meiner Meinung nach auch zu 100% zu inkludieren. Es gibt Bereiche, Frau Breuer hat es angedeutet, was die Verhaltensauffälligen geht. Da kann man Zweifel legen. Man kann auch bei den mehrfach geistig Behinderten könnte man Zweifel hegen. Ja. Und bei den Sprachbehinderten muss ich ganz einfach sagen, das ist eine absolute Sonderstellung in diesem Konzert der Förderbereiche, weil es eben weitgehend auch heilbar ist und die Kinder die enorme Chance haben, wirklich vollständig auch in die, dann irgendwann vielleicht auch als Nichtbehinderte, weil das Problem beseitigt ist, in die Gesellschaft integriert zu werden. Es wird aber politischerseits werden diese Unterschiede nicht entsprechend gesehen und die finden sich erst recht nicht in diesem zurzeit diskutierten neuen Schulrechtsänderungsgesetz. Da Sie schon eine Minute mit dem Kopf schütteln, was treibt Sie dazu? Also Barrierefreiheit bedeutet natürlich nicht nur bauliche Barrieren. Ja? Also Barrierefreiheit bedeutet eben auch, wie Frau Zamani meinte, Untertitel im Fernsehen. Sie bedeuten auch leichte Sprache. Sie bedeuten auch Blindenschrift, wenn es benötigt wird. Und das wirklich dann auch immer auf das Individuum runtergebrochen. Und nicht als Kostenargument zu sehen. Natürlich gebe ich total recht, sichtbare Behinderungen wie Rollstuhl ist natürlich das, was jetzt immer einem als erstes in den Kopf kommt, wenn man von Barrierefreiheit spricht, aber das ist damit definitiv nicht gemeint. Was ich meide, ist so dieses Barriere in den Köpfen-Ding, ja, weil das ist irgendwie immer so leicht gesagt. Aber ich glaube, zu Barrierefreiheit gehört vor allem auch der Gedanke, dass wir menschliche Vielfalt akzeptieren. Und dass wir auch lernen, uns der zu stellen und sie zu bewältigen. Und das ist nicht immer nur dieses Kostenargument oder dieses Machbarkeitsargument. Also in Berlin zum Beispiel kann ich jetzt als Rollstuhlfahrer, wieder Rollstuhlthema, den Berliner Fernsehturm nicht besuchen, aufgrund von Brandschutzbestimmungen, obwohl das Ding einen Aufzug hat. Es hat in diesem Ding aber noch nie gebrannt, ja, seitdem es dieses Ding gibt. Das heißt, ich werde von vornherein ausgeschlossen. Genau das Gleiche passiert bei Nachrichten. Menschen mit Hörbehinderung, Menschen mit Sehbehinderung müssen seit Anfang dieses Jahres Rundfunkgebühren bezahlen. Aber es gibt gar keine Medien, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Oder kaum. Von denen gelten das eigentlich mal. Und letztendlich bedeutet also Barrierefreiheit ein viel größeres Thema. Und ganz wichtig, das ist mein Lieblingsthema momentan, Sprache. Also wenn wir über Menschen mit Behinderungen sprechen, dann sollten wir gerade in Deutschland aufpassen, dass wir nicht zu medizinisch werden. Also von Heilung zu sprechen, von Anpassung, von kümmern, pflegen. Das sind immer die Wörter, die wir in Deutschland relativ schnell verwenden. In anderen Ländern, ich will jetzt auch nicht den schwarzen Peter hier anmalen, aber in anderen Ländern wird Menschen mit Behinderung auch als kulturelle Vielfalt betrachtet. Und dann entstehen auch diese Barrieren in den Köpfen so erstmal nicht. Also auch Menschen mit Down-Syndrom werden total gerne, egal wie alt sie sind, immer geduzt. Ja? Das ist so ein typisches Vorurteil, wo ich die ganze Zeit denke, das ist auch eine Diskriminierung, auch wenn es gar nicht bewusst stattfindet, aber es ist eine Diskriminierung. Jetzt sind wir bei dem Begriff Barrierefreiheit schon im philosophischen Bereich. Bei Gebäuden wird dieser Begriff häufigst benutzt und ein Gebäude ist dann sozusagen behindertenfreundlich, wenn es einen Aufzug hat und genug Rampen. Ist das nicht eigentlich auch ein komisches Denken? Also ich denke immer an eine Mitschülerin in meiner Klasse im Rollstuhl, die wie selbstverständlich 9 Jahre lang die Treppen
in Stock 1 und 2 in die anderen Unterrichtsräume hochgezogen haben und wieder runtergeschoben haben. Da würden man Leute sagen, die Schule ist noch nicht inklusionsfertig. Ja, doch, gibt es. Ich meine, Sie sagten eben, barrierefrei, ja. Ich habe zum Beispiel einen Schüler in meiner Klasse und der hätte in Schleswig eine Sehbehindertenschule aufsuchen müssen, dorthin fahren müssen, um unterrichtet zu werden. Nein, er kann in meinem Klassenverband bleiben, weil er eine Kamera, die sehr, sehr teuer ist, Schulträger bekommen hat. Und diese Kamera, und dann geht es eben weiter, die darf er jetzt mitnehmen zur weiterführenden Schule, wo er dann beruflich unterrichtet wird, so lange, bis er keine Schule mehr besucht. Dann wird sie wieder zurückgegeben. Mhm. So, und das ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Sache, wenn das funktioniert. Weil das Individuum nämlich wenn das gesehen wird. Ja. Wunderbar, dann ja ist es wunderbar. Aber wie oft geschieht denn sowas? Aber das ist das Problem, daran müssen wir arbeiten. Ja. Und nicht das als Argument verwenden, dass es nicht überall klappt, dass Inklusion nicht funktioniert. Was heißt denn für Sie Barrierefreiheit? Barrierefreiheit, also zum einen ist für mich das Argument, behindert ist man nicht, das wird man. Und ja, also in den verschiedensten Bereichen. Barrierefreiheit ist ja okay, diese baulichen Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, ist das eine, aber wenn kein Mensch davon was weiß, bringt es einem auch nicht. Ne? Man muss halt die Überwindung haben, okay, wir sind ja jetzt für Veranstaltungen da, dieser Club ist barrierefrei, ich muss davon erfahren. Ja? Nicht nur im Club, auch im Theater wäre es schön, wenn man da ein bisschen Gas gibt. Im Sicherheitsbereich, wissen Sie, dass in Gebärdensprache gar keinen Notruf anrufen kann? Also, ja. Und wir müssen da ein bisschen mehr Gas geben. Es steht auch in unserer eigenen Verantwortung, da den Mund aufzumachen und ein bisschen zu wehren, ein bisschen Widersprüche gegen die abgelehnten Anträge einwenden. Wir müssen sagen, okay, ich denke nicht, das eine sollte jetzt abgeschafft werden und das andere, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Für uns ist es halt wichtig, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt. Ja? Also es sollte immer eine Wahlmöglichkeit bestehen, weil die einen brauchen das, die anderen brauchen das. Frau Kühne, kennen Sie den Satz auch für sich? Behindert ist man nicht, behindert wird man gemacht? Naja, also, das würde ich eigentlich nicht so sehen, weil ich denke, was jetzt mit diesem Gespräch ist mit barrierefrei. Man, das heißt ja eigentlich, also was jetzt eben gerade der Herr Krauthausen da eben gerade angefangen hat zu sprechen, da mit dem Barriere in den Köpfen. Das heißt ja eigentlich, normalerweise ist es ja so, man kennt sich ja selbst noch nicht so richtig und man weiß halt irgendwie auch nicht, wie es halt wirklich ist, wenn einfach nur, sagen wir so, das Kind kommt einfach in die Sonderschule und so und es wird halt eben irgendwas nicht zugetraut und so. Also ich finde, man macht das eigentlich normalerweise mit jemandem zusammen, dass man jemandem zusammen macht und dass man halt auch vieles dadurch lernen kann, wenn man halt schon was zusammen machen kann. Ja, aber dazu muss man ja Schnittstellen geben. Dazu muss es ja erstmal Möglichkeiten geben, wo sich, also sorry, wenn sich das die ganze Zeit darum dreht, dass wie können wir für die Menschen mit Behinderungen, was können wir für die alles tun? Also ich habe keine offensichtliche Behinderung und ich stehe halt für die Menschen, die halt keine körperliche oder geistige Andersdenken sind und sich da aber auch ganz gerne mit ein integrieren wollen. Ja? Also, dass man sagt, okay, wir würden ganz gerne jemanden mit Behinderung einstellen, wir würden uns ganz gerne dieser Aufgabe stellen, wie geht denn das? Und ich denke auch, dass der Staat halt nicht fordern sollte, sondern fördern, weil es gibt tatsächlich noch ein paar Leute, die das wirklich ganz gerne erleben würden und denen halt die Möglichkeiten dazu fehlen. Vieles fängt, glaube ich, auch noch vor der Kita an. Bei Ihnen zum Beispiel im Elternhaus, wo Eltern, glaube ich, Ihnen die Eltern versucht haben zu vermitteln, das ist jetzt kein besonders schlimmes Schicksal. Es ist zwar nicht schön, aber wenn wir den ganzen Tag den Mantel der Traurigkeit drüber gießen, dann lernt unser Raul was Falsches. War das so? Also es gab bei uns, glaube ich, schon viele Momente der, ja, wie soll ich mal sagen, Bewältigung der Andersartigkeit. Ich kenne sehr viele Menschen im Rollstuhl, die erzählen, dass sie beispielsweise so um die 5. Klasse, wenn der Sportunterricht differenziert wurde, realisierten, dass sie anders sind. Aber bei uns zu Hause gab es vor allem
dieses Gefühl, dass ich einfach das tun soll, woran ich glaube und was ich möchte. Und dass meine Eltern dann im Hintergrund gekämpft haben, das habe ich, hab ich als Kind wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber ich würde schon sagen, die Integrationsklasse, die Fleming-Grundschule, auf die ich gegangen bin, die ja auch ja, als eine der Modellschulen in Deutschland gilt, dass das Beste ist, was mir je passiert ist. Und Sie sind auf dieser Schule? Da gab es Mobbing, da gab es aber auch kein Mobbing. Und da gab es auch, ich habe auch gemobbt höchstwahrscheinlich, also wollen wir mal ganz ehrlich sein, dass es einfach wirklich auch ganz darum geht, so früh wie möglich. Ich war sogar im Kindergarten schon, in einem integrativen Kindergarten, wo es nicht nur Menschen mit körperlicher Behinderung gab, sondern eben auch Menschen mit Lernbehinderung. Und wir haben zusammen Spiele gespielt. Wir haben Fangen gespielt und bei mir war dann eben Klippo. Ja? Also dass dann eben bei mir nicht gefangen werden durfte. Und ich wurde so in das Spiel mit integriert. Und die Kinder, für die Kinder war das total selbstverständlich. Und es war nicht nur bei dem Rollstuhlfahrer so, sondern eben auch bei... Ja, bei allen. Also Inklusion meint ja wirklich alle, einfach alle. Und wir hatten zwei Lehrer, wir hatten eine Klassenlehrerin und eine Sonderschulpädagogin, die ganze Zeit dabei war. Eine pädagogische Mitarbeiterin. Da sind Sie wieder beim Punkt. Ausstattung, Personal. Und dann, Frau Samani, muss ich Ihnen sagen, es reicht ja nicht nur die Doppelbesetzung. Es müssen ja auch die Kompetenzen da sein. Auf jeden Fall. So, ja. die Erzieherin, die Kinder. Ich finde das gerade verrückt, dass Herr Krauthausen spannend erzählt, 2 Minuten lang, und alle schreien gleichzeitig auf bei dem Satz, da sind wir doch wieder bei dem Punkt Ausstattung und... Auf Nordrhein-Westfalen bezogen, die GEW fordert, dass die Doppelbesetzung sagt, 20 nicht behinderte Kinder, 5 behinderte Kinder, 2 Lehrer. Das ist im politischen Raum überhaupt nicht durchsetzbar. Also auch die jetzt Regierenden sagen, das ist nicht umsetzbar. Das zeigt ja schon, die Politik ist nicht bereit, entsprechende Mittel in das System inklusive Regelschule zu geben. Wird es aber partout im nächsten Jahr einführen. Ich wollte den Aufschrei jetzt auch gar nicht weiter noch mit Fakten beleuchten, sondern im sondern beim spannenden Leben von Herrn Krauthausen bleiben. Denn auf der Schule haben Sie nicht nur gelernt, dabei zu sein, sondern Sie haben auch gelernt, zu kämpfen. Und den Kampf, ich nenne ihn mal Kampf, sagen wir das Engagement, gucken wir uns jetzt auch noch mal in einem kurzen Film uns an. Berlin, Kreuzberg. Der urbane Dschungel ist die Heimat von Raoul Krauthausen. Er nennt sich selbst einen Aktivisten. Wer seine Vita kennt, staunt über die Menge an sozialen Projekten, die der 32-Jährige schon gestemmt hat. Aktuell will Krauthausen vor allem anderen Rollstuhlfahrern helfen, besser durch die Großstadt zu kommen. Nicht nur durch die Dauerbaustelle Berlin. Krauthausen arbeitet als Kommunikator. Seine Aktionsmittel nennen sich Web 2.0 Vernetzung. Dazu kommt eine große Portion engagierter wie mutiger Gründergeist. Zusammen mit anderen hat Krauthausen den Verein Sozialhelden gegründet. Sie verstehen sich als Denkfabrik für soziale Projekte, werden vor allem von Firmen aus dem Online-Bereich unterstützt. Eines der Sozialheldenprojekte ist die Wheelmap. Hier markieren Menschen mit und ohne Behinderung online, ob ein Ort barrierefrei ist oder nicht. Eine kreative Idee, die das Thema in die Öffentlichkeit bringt und Betroffenen echten Nutzen bietet. Krauthausen ist der Kopf hinter der Wheelmap und den Sozialhelden. Er hat die Glasknochenkrankheit, nennt seine Behinderung einen Kampf. Mal gewinnt sie, mal er. Und er führt einen zweiten Kampf, den Kampf um Anerkennung durch die Mehrheit. Herr Krauthausen, Sie haben schon gesagt, medizinisches Vokabular außen vor lassen. Glasknochenkrankheit heißt, Ihre Knochen brechen wesentlich schneller als bei anderen Menschen? Genau. Das war's. Ganz einfach und das war's dann auch schon wieder. Mhm. Also ich versuche eigentlich in unserer Arbeit, wir haben ja noch ein anderes Projekt, das kam jetzt hier nicht vor, leitmedien.de. Kommen wir drauf. Genau, also dass es vor allem uns darum geht, dass Sprache vielleicht auch der Schlüssel ist, um Barrieren abzubauen, die in den Köpfen. Und zwar einfach, indem wir versuchen, Behinderung nicht als etwas zu betrachten, dass man, unter dem man zwangsläufig immer leidet. Also Frau Kühne hat das ja eingangs ganz schön formuliert, dass sie
irgendwie auch fröhlicher ist und dass sie nicht unter ihrer Behinderung leidet. Mhm. Genauso wie ich halt sage, ich habe Glasknochen, ich leide nicht unter ihr. Ich bin nicht an den Rollstuhl gefesselt, sondern ich sitze freiwillig drin, weil ohne wäre ich gefesselt. Und auch nicht jeder Mensch, der blind ist, lebt zwangsläufig in Dunkelheit oder Gehörlose zwangsläufig in Stille. Sondern die leben einfach damit. Und wir versuchen eher so ein bisschen zu einem Gesinnungswandel dahin zu plädieren, auch wenn es natürlich total vereinfacht ist, zu sagen, betrachten Sie doch mal eine Behinderung wie eine Haarfarbe, dass es eben eine Eigenschaft von vielen ist, aber nicht die alles entscheidende. Daran arbeiten Sie ja mit der Plattform Leitmedien, Leit mit D geschrieben. Das heißt, Sie empfinden es auch so, dass wenn ein Journalist oder in jeder Zeitschrift, wo immer es steht, oder im Radio, Fernsehen der Satz fällt, er ist lebenslang an seinen Rollstuhl gefesselt. Oder wäre trotz das, seiner Behinderung meistert er tapfer sein Schicksal. Trotz, genau. Ja. Wäre das vergleichbar, als wenn man jemand sagen würde, der Bundestagsabgeordnete, der zeitlebens unter dem frühen Tod seiner Eltern leidet? Zum Beispiel. Also, dass man ihm immer ein Attribut des Leidens noch mitgibt. Oder die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die dann die tapferste Ministerin plötzlich geworden ist, obwohl sie vielleicht einfach eine total sympathische Person ist. Und dass die letztendlich die MS-Erkrankung überhaupt gar keine Relevanz hat für ihren Ministerposten, dass sie einfach dann ab und zu mal einen Rollstuhl verwendet, so wie Herr Schäuble halt immer seinen Rollstuhl verwendet, dass wir einfach versuchen, die Behinderung nicht als die alles überschattende Wolke über einen Menschen zu betrachten, sondern eben als eine Eigenschaft. Und auf Augenhöhe vor allem. Ja. Mhm. Nicht von oben runter, so, ach Mensch, du Armer, Mitleid oder auch Toleranz ist so, ja, ich toleriere dich, ja. Sondern es ist wirklich die Akzeptanz an der Freude von der Vielfalt und bitte auf Augenhöhe. Mhm. Frau Kühne. Ja, was ich dazu sagen wollte, weil der jetzt Herr Krauthausen jetzt über diese Politiker jetzt darüber gesprochen hat, was ich irgendwie halt auch wichtig finde, dass die Politiker das genauso sehen, dass sie irgendwie halt auch sagen, ja, es ist wichtig, was Menschen mit Behinderung, was denen wirklich wichtig ist, dass sie genau das so sehen, wie es bei den Politikern genauso ist. Ist es bei Ihnen so, dass Sie sagen, tun Sie nicht, deswegen müssen wir was tun? Sondern ja. Dass Sie es halt auch machen. Ja. Ja, da sind wir beim ganz großen Thema, Politikversprechen nur mal. Was war bei Ihnen der Antrieb, zu sagen, komm, ich werde jetzt mal Pionier, auch mit dem Forum, das rollstuhlgerechte Plätze verortet, überall auf? Also ich glaube, das war jetzt, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt auch kein ausgewiesener Inklusions- oder Behindertenrechtsexperte, sondern ich habe halt irgendwann im Laufe meines Studiums der Kommunikation gemerkt, dass dieses Feld noch extrem unbearbeitet ist und wir in diesem Land wirklich sehr medizinisch über das Thema Behinderung reden und sehr oft von Gutmenschentum und Mitleid das Ganze aus dieser Perspektive betrachten. Und habe dann einfach gesagt, aber vielleicht kann man das Ganze auch noch viel pragmatischer und viel praktischer betrachten. Und wenn es bis dato kein vernünftiges Verzeichnis gab, auf der man rollstuhlgerechte Orte markieren konnte, als Betroffener wohlgemerkt, nicht wieder, dass man darauf wartet, dass andere für einen irgendetwas bewerten, sondern dass Betroffene einfach selber mal die Stimme erheben, haben wir dann einfach gesagt, ohne zu wissen, wie man es macht, lass uns einfach mal loslegen und es zu versuchen. Und auf einmal haben wir mit WeMap.org das größte Projekt der Welt zu diesem Thema mit über 350.000 Orten gesammelt innerhalb von 3 Jahren. Nein. Das heißt, wir treffen ja auch irgendwie den Zahn der Zeit. Und wenn wir in die Vergangenheit, das letzte Jahr uns mal angucken, das Thema Behinderung ist ja extrem mainstreamfähig geworden. Ja? Also wir haben die Paralympics, die noch nie so groß waren wie letztes Jahr. Und wir hatten den sehr erfolgreichen Film Ziemlich beste Freunde. Das heißt, mein Gefühl als Kommunikationswissenschaftler ist, dass ich glaube, dass die Gesellschaft auch bereit ist. Wer nicht bereit ist, ist die Politik. Genau. Und die Politik meint die ganze Zeit, dass wir die Menschen überfordern. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, sind die Menschen schon wesentlich weiter. Jedenfalls ist es das, was ich spüre. Und Leitmedien, wie uns das auch von Journalisten aus den Händen gerissen wird und wie dankbar die sind für diese Plattform, dass sie endlich mal die Angst genommen kriegen, etwas falsch zu machen, auch wenn wir keine Sprachpolizei sind, dann zeigt das spricht doch Bände. Und wir als Organisation Sozialhelden versuchen, das Thema Disability Mainstreaming einfach zu betreiben. Also einfach, Wort heißt? Das bedeutet, das Thema Behinderung eben dahin zu holen, wo eben auch die anderen Menschen sind, und nicht wieder irgendeine Sonderlösung zu schaffen. Aber
Glauben Sie nicht, dass Menschen, die mit Behinderten im Alltag zu tun haben, das wesentlich einfacher können? Also die meisten Menschen, die ich kenne, die haben im Umfeld kaum Behinderte. Und bei denen gibt es Mitleid, es gibt eine Scheu, es gibt eine Unsicherheit natürlich. In der Ansprache, im Umgang, im Berühren. Deswegen haben wir Projekte wie Leitmedien eben geschaffen, um diese Ängste auf Kommunikative erstmal abzubauen. Und die Wheelmap letztendlich auch als Möglichkeit sehen der Kommunikation über Barrieren in der Stadt und nicht immer gleich als Mitleidsthema aufzumachen. Weil wir nämlich auch feststellen, dass zum Beispiel Mütter mit Kinderwägen plötzlich anfangen, die Wheelmap zu verwenden. Und das Thema eigentlich ein viel größeres ist, als nur die Menschen im Rollstuhl. Und natürlich, deswegen bin ich auch für Inklusion an Schulen, muss man so früh wie möglich anfangen. Ja? Aber ich wette mit Ihnen, dass selbst die Menschen, die noch nie zuvor mit einem Menschen mit Behinderung in Kontakt waren, übrigens, egal was für eine Form von Behinderung, das dauert nicht länger als einen Tag, bis sich da diese Angst auch wirklich zu einem Respekt gewandelt hat, wenn man sie nicht gleich mit einem Vorwurf konfrontiert. Sprich Normalität gleich Gewohnheit oder Gewohnheit gleich Normalität. Das letzte Tabu, das dann wahrscheinlich bleiben wird irgendwann, ist das der Partnerschaft und der Sexualität zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, oder? Ja, da brauchst du noch hier, 8 Hollywood-Filme. Also da gab es ja, wie gesagt, auch letztes Jahr diese paar Filme zu diesem Thema. Das Interessante ist, dass wir vor allem in Deutschland medial dann das Thema Behinderung und Sexualität so lösen, dass es dann dafür wieder Fachkräfte gibt. Ne? Also es gibt dann die Sexualassistenz, die Sexualbegleitung. Das sind dann ehemalige Damen vom horizontalen Gewerbe, die dann vielleicht noch eine Krankenschwesterausbildung zusätzlich gemacht haben. Also nicht immer, aber oft ist es der Fall. Und das wird dann wieder sehr schnell sehr medizinisch. Ja? Und ich denke eigentlich eher, vielleicht sollten wir, das ist natürlich so ein bisschen auch mein Wunsch als Betroffener, vielleicht auch das Thema mal so aufgreifen, dass auch Menschen ohne Behinderung natürlich Partner mit Behinderung haben können und wir das nicht immer in dieser Sonderlösungsecke denken sollten. Und Inklusion gibt es in jedem Lebensbereich, beim Wohnen, beim Reisen, beim Lernen, beim Arbeiten, bei der Partnerschaft, in all diesen Bereichen. Und wir sollten versuchen, das ist das, was ich eigentlich eingangs noch sagen wollte, wir sollten versuchen zu vermeiden, dass wir Behinderungsarten gegeneinander ausspielen. Das ist nämlich ein sehr typisches Muster, auch in den letzten Jahren der Behindertenrechtsbewegung, dass dann die blinden Menschen mit Sehbehinderung gesagt haben, naja, der Bordstein ist dann aber zu niedrig und dann komme ich da wieder nicht hoch. Wir sollten an Kompromissen arbeiten und nicht versuchen, die einen gegen die anderen auszuspielen und damit dann das ganze Projekt Inklusion für gescheitert zu erklären. Ja, ich denke auch. Sondern, bevor ja, ich glaube, mein letzter Satz, ich glaube halt, wie gesagt, dass Inklusion ein Prozess ist und kein Zustand, den wir erreichen, sondern Inklusion ist ein Prozess, der uns immer wieder neu herausfordert. Und das sollte uns allen klar sein und vor allem der Politik. Frau Zamani, bevor Sie zu kurz kommen, Herr Krauthausen hat schon die Einführung für Sie Einlieferung. Geliefert. Die Einführung in das, was Sie liefern. Jetzt habe ich mich halb gerettet. Nämlich, dass Sie, haben Sie auch schon gesagt, offensichtlich keine Behinderung haben. Sie hatten einen Unfall, über den reden wir jetzt nicht, sind schadlos sozusagen aus dem Unfall. Mit einem blauen Auge bin ich davon gekommen, aber ich habe mal dadurch auch die andere Sicht bekommen und dadurch hat sich einiges geändert und ich finde, ich hatte Glück und ja, manche haben das halt nicht und für mich bedeutet hier Inklusion. Also dieses Wort Inklusion, eigentlich meinen wir damit ganz normales Leben, ja, also Leben an Schulen, Leben im Kulturbereich, Leben in der Arbeitswelt, das meint eigentlich Inklusion für mich. Und ganz in Ihrer Freizeit Leben, arbeiten Sie für die Aktion Großer Wagen. In 4 Sätzen erklärt, was macht Großer Wagen? Großer Wagen macht außergewöhnliche Veranstaltungen und Reisen für Menschen mit und ohne Behinderung, weil wir eben diese Punkte, die wir gerade angegangen sind, also super tolle Projekte. Sie haben meinen Respekt für alles, was Sie machen. Und wir sind halt nicht theoretisch, wir bieten halt die Schnittstellen direkt am Leben. Also das heißt, wir machen Veranstaltungen, wo halt Menschen ohne Behinderung sich auch integrieren können, weil die haben nämlich manchmal auch Angst oder denen fehlt einfach die Zugangsmöglichkeiten. Und alle Leute mit den verschiedensten Behinderungen, die halt nicht mal von oben herab durch Fachkräfte und Sexualpädagogen, wir hatten jetzt erst im Februar eine spezielle Veranstaltung zu dem Thema
Liebe, Sex und Behinderung sind wir angegangen, einfach weil wir eine Möglichkeit bieten wollten zu dem Altbestehenden. Und wir können sagen, okay, der Staat, manchmal ist es für mich einfach Engagement im Mantel mit Gleichgültigkeit. Was ist denn das Besondere an Ihren Partys? Ja, bei uns gibt es auch, die finden in ganz normalen Berliner Clubs statt. Wir würden die auch sehr gerne deutschlandweit rausbringen. Und bei uns gibt es eben keine Sozialpädagogen. Es wird niemand gebrieft, es wird niemand besonders behandelt. Also es ist nicht, hey Leute, wir machen heute mal eine Party für Leute mit Behinderung, seid mal besonders nett, sondern die finden samstags Nacht statt in wirklich Underground Location. Und ja, also was dann schlussendlich passiert, das ist der Unterschied zu den Schulen. Bei den Schulen kann man nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal die Tür zu und schauen, ob das klappt oder nicht. Ja, sondern also bei uns hat man die Wahlmöglichkeiten. Du musst nicht mit dem Rollifahrer reden. Es muss nicht klappen. Aber die Leute sind wirklich begeistert. Also egal, ob wer sind jetzt die Leute? Was kriegen Sie an Rückmeldung? Eher vom Behinderten, die sagen, toll, dass dieses Forum mal für uns geschaffen wurde. Ah, das ist tatsächlich. Also denn die Nichtbehinderten hätten in Berlin, glaube ich, ja, da bin ich wirklich sehr stolz drauf, auch wenn es manchmal schwierig ist. Das ist wirklich 1:1. Also das sind die ehrenamtlichen Helfer. Also wir haben ja auf unseren Veranstaltungen auch eine Quote, eine Inklusionsquote, die ihnen niemand bringt. Also 50% mit den verschiedensten Behinderungen und 50 sogenannten Normalis. Und egal, ob das jetzt die ehrenamtlichen Helfer sind, die Musiker, Gäste mit oder ohne Behinderung, die sind alle dankbar. Die sind wirklich happy. Also ich kriege handgeschriebene Briefe nach Hause auf Facebook, E-Mails-Account. Und wir haben halt momentan mehr Nachfragen, als wir anbieten können. Ja? Weil dazu bedarf es wirklich die Hilfe, dass wir alle an einem Strang ziehen. Verstehen Sie? Steht alle bei Ihnen in der Agenda oben auf Platz 1 Spaß haben? Spaß haben für mich, für die Veranstaltung. Ja. Meine Gäste, die haben da auf jeden Fall Spaß. Also das sind keine Teepartys, die da stattfinden. Da kommt man auf jeden Fall ins Schwitzen. Die heißen ja auch Rock'n'Rolli. Hm. Und ja, also wir wünschen uns halt, dass es halt in 10, je früher, desto besser, aber in diesem Schneckentempo, wie das vorwärts geht, wünschen wir uns halt, dass das halt irgendwann mal ganz normal ist und diese Provokation, die Sie hier angesprochen haben, das ist der internationale Solidaritätsgruß für Gebärdensprachige und das wäre halt schön, wenn man das nicht mehr... Ja, da frage ich mich ganz konkret, eine Tanzparty für Gehörlose unter anderem. Ja, das geht schon. Wie geht das? Naja, zu einer Party gehört natürlich auch, dass man sich unterhalten kann. Und also erstens braucht man eine richtig gute Anlage mit Bass. Dann haben wir den Musikteil schon mal abgedeckt, das Technische. Und dann möchte man sich natürlich auch noch kennenlernen oder austauschen. Und da haben wir halt wirklich Kommunikationsassistenten, die uns jetzt nicht der Staat fördert, sondern Leute, die kommen, die sagen, hey, wir finden es gut, was du da machst und wir unterstützen dich. Weil ohne diese Ehrenamtlichen würde das gar nicht funktionieren. Ja. Und ja, wir bieten halt noch mehr an, außer halt eine Party mit Bass und Kommunikationsassistenten. Sie zucken. Nee, also ich find die Idee ja grundsätzlich super. Ich weiß jetzt nicht, die Partys, auf denen ich war zum Thema Behinderung, die endeten dann meistens so gegen 23 Uhr. Es gab keinen Alkohol. Das Ganze ist dann natürlich... Wenn, dann will ich halt im Berghain Party feiern. Ich glaube, den Vorwurf konnten Sie Frau Zalmani nicht machen. Nee, den können wir wirklich nicht machen. Ich habe viele Zeitungsartikel gelesen, da heißt es, Frau Zalmani ist zu wild. Was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass ich, mein großer Traum ist einfach, dass stinknormale Clubs das jetzt nicht extra als Motto aufmachen, sondern einfach sagen, so natürlich ist jeder willkommen. Wir machen auch dann vielleicht beim Türsteher nicht automatisch die Ansage, alle Behinderten aber dazu, rein, die Clubbetreiber haben ja Angst, dazu muss man ja erstmal den Weg ebnen. Verstehen Sie, mein Wunsch ist es natürlich auch, dass das Ganze, und das ist halt
die Nachhaltigkeit, die diese Veranstaltungen bewirken, ist, dass halt jetzt Rollstuhlfahrer oder Blinde, die eine akustische Wegbeschreibung dazu haben, dass die wissen, die können da jetzt hin. Verstehen Sie? Sie brauchen meine Veranstaltung nicht mehr, um im Nachhinein da selbstständig hingehen zu können. Und ich glaube, das ist und eigentlich wünsche ich mir, dass es, also es ist vielleicht nicht so gut fürs Geschäft, aber eigentlich wünsche ich mir, dass es in 10, 20 Jahren, dass wir so viele Clubs deutschlandweit erschlossen haben, dass dann nur noch aufs iPhone geguckt wird und dann kann man da selbstständig hin, aber momentan braucht es das noch, weil die Ängste, die Berührungsängste sind da, verstehen auf Sie? Auf allen Seiten, klar. Die Clubs sind zum Teil barrierefrei ausgestattet, aber das betrifft nur die Rampe und die Toilette. Ja. Das geht noch nicht für Menschen mit Sehbehinderung, für Gehörlose, für geistig Andersdenkende und auch selbst die Clubbesitzer, die wissen ja gar nicht, was sie damit machen sollen, verstehen Sie? Weil die haben ein bisschen Angst vor einer vermeintlichen Verantwortung und auch die, die mit Einschränkungen leben, wissen nicht, dass der und der Club, die würden niemals da drauf kommen, jetzt in den Berliner Club so und so zu gehen, selbstständig, weil sie wissen, da sind sie gut aufgehoben. Aber nach diesen Veranstaltungen wissen sie es. Und das gehört nämlich auch dazu. Also wenn man als Gehörloser schon nicht ins Theater gehen kann, weil es keinen Gebärdendolmetscher gibt, dann sind solche Partys vielleicht doch ganz wichtig, um eben soziale Kontakte zu schaffen, um jemanden kennenzulernen, um vielleicht mal seine Sexualität auszuleben, um sich zu engagieren. Also es macht einfach glücklich, diese Veranstaltungen machen einfach glücklich auf beiden Seiten. Und wo Pfleger und Pädagogen... Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, auch bei allen Wortmeldungen noch mit Blick auf die Uhr, die einfach da zeigt, wir haben keine Zeit mehr. Wir können auch in der Runde noch weiter diskutieren jetzt gleich. Ich würde gerne so zusammenfassend, was wollen Sie sagen? Von den Medien wollte ich dann noch etwas sagen. Lassen Sie uns das später machen, denn dann machen wir ein neues Thema auf und die Zeit ist um an der Stelle. Denn ich möchte, wenn ich schon zu Beginn der Sendung aufgerufen habe, in unser Gästebuch zu schreiben, auch noch eine Stimme vorlesen. Hugo schreibt, die Würde eines jeden Menschen darf weder schulisch, beruflich noch sonst wie davon abhängen, dass sie bestimmten Vorstellungen der Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft entspricht. Sie ergibt sich aus seiner alleinigen Existenz. Zu Deutsch übersetzt, wenn wir alle ein bisschen mehr im Alltag daran arbeiten, das, was normaler wird, kann man viel erreichen. Ein Prozess, ich glaube, da sind wir uns drüber einig, sowohl schulisch als auch im Alltag, dass der Mut braucht, diesen Prozess anzugehen. Sie haben schon gesagt, die Gesellschaft ist, Ihr Wort in Gottes Ohr, da bereit dazu, als es die Verantwortlichen in der Politik oft sind. Harte Schelte, aber ich nehme es einfach mal so hin. Auch Durchhaltevermögen. Und Durchhaltevermögen. Ich bedanke mich für diese Runde. Wir reden jetzt noch ein bisschen weiter, denke ich. Ziemlich sicher. Aber ich möchte Sie hinweisen auf nächsten Sonntag. Holger Nolz wird an dieser Stelle sitzen. Und er wird sich mit den Vätern beschäftigen, die ihre Kinder nicht sehen dürfen. Und damit automatisch der Frage, ob das neue Sorgerecht wirklich Gerechtigkeit schafft. Auch wieder ein großes Thema. Wir diskutieren hier, diskutieren Sie zu Hause und gucken Sie einfach im Alltag, wie man normal lebt. Danke fürs Zuschauen.